Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IDS Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat die neue Handelswoche mit einem satten Gewinnsprung begonnen. Dabei baute der DAX den ganzen Tag über seine Gewinne stetig aus. Am Ende lag er dann bei 13.100 Punkten. Das ist ein Plus von 2% bzw. 258 Punkten und das ohne Unterstützung der US-Börsen, die waren wegen eines Feiertags geschlossen. Blicken wir schon mal voraus auf den neuen Handelstag, jetzt zusammen mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt, mit Viola Grebe. Guten Morgen. Viola, ohne die Vorgaben heute aus den USA, wie wird der DAX denn erwartet? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Du hast es ja gerade schon gesagt, ohne Vorgaben aus den USA. Wir haben es gestern ja trotzdem ganz ordentlich geschafft, hier ins Plus zu kommen. Was waren die Hintergründe? Zum einen gab es Daten von Seiten der Bundesbank, die darauf hindeuten, dass die deutsche Wirtschaft sich auf Erholungskurs befindet. Und zum anderen hofft man auf die EZB am Donnerstag, generell auf die Notenbanken, nachdem die US-Notenbank Fed vor kurzem ja, was ihr Inflationsziel angeht, eine Art Strategiewechsel präsentiert hat, ist man sehr gespannt, wie locker sich die EZB am Donnerstag dann präsentieren wird. Ansonsten die Vorgabenseite aus Asien heute Morgen gemischt. Beim Nikkei haben wir grüne Vorzeichen gesehen, rot bei Hang Seng und Shanghai Composite. Interessant, dass der Nikkei in grün unterwegs war, denn die Daten, die wir zur japanischen Wirtschaft gesehen hatten, die sahen eigentlich alles andere als gut aus, aber dennoch grün beim Nikkei. Ja, und es sieht danach aus, als würde der DAX, nachdem er ja gestern einen ordentlichen Sprung gemacht hat, jetzt erstmal relativ unverändert, mit einem kleinen Plus, aber stabil in den Tag starten. Vielen Dank nach Frankfurt, Viola. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag folgt die Marktidee. Heute ist dies Volkswagen. Ja, die Aktie von VW war gestern mit einem Plus von fast 5% stärkster Wert im DAX. Volkswagen sieht sich auf einem guten Weg, um sich gegen Elektroautopionier Tesla zu behaupten. Und auch aus technischer Sicht läuft es gut. Der Kurs sprang gestern über eine wichtige Marke und damit ergeben sich auf der Oberseite zwei neue Kursziele. Wo sich diese wiederum befinden, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.